Wieso stehen wir denn vor der Wand hier so dunkel? Wir müssen nicht in die Küche. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja. Wir kochen heute endlich wieder. Ja. Freust du dich? Ich bin gespannt. Und heute sind wir nicht alleine. Wir haben uns nämlich Hilfe geholt. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich mir vor einiger Zeit ein Kochbuch von der lieben Vera bestellt habe, weil ich sehr viel von dem, was sie kocht, davon halte und das sehr gut finde. Und ihr habt euch gewünscht, dass wir aus dem Kochbuch etwas kochen. Und ich werde euch ein bisschen was über das Kochbuch erzählen. Wenn ihr Interesse habt, das Kochbuch zu kaufen, werde ich das unter diesem Video verlinken. Aber ich möchte nicht so viel aus dem Kochbuch zeigen, weil es einfach gemein ist. Es wird dann gespoilert. Kleiner Spoiler aber von mir. Ich habe ja heute so ein bisschen durchgeblättert und ich habe mindestens 10 Rezepte gefunden, die ich heute hätte auch gerne gekocht. Was ich halt wirklich an dem Kochbuch mag, ist, dass es halt so irgendwie auch so ein bisschen eine persönliche Geschichte ist. Alles hat irgendwie eine Geschichte. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit dem Video, denn Maxim ist ungenießbar. Er hat nämlich Hunger. Tschüss! Also, wo ist denn das Kochbuch? Hallo. Wir lächeln alle genau wie Sie. Nein, es ist ein super sympathisches Kochbuch und es ist tatsächlich mein erstes und einziges Kochbuch, was ich habe. Hast du Kochbücher? Ja, aber nicht so viele. Und ich habe mir da was zuerst rausgesucht. Das, zeig mal, was du rausgesucht hast. Ich habe mir für heute den Intwen-Döner mit Hähnchen in Erdnusssoße ausgesucht. Okay, wow, das klingt total kulinarisch. Es ist total lecker. Also es klingt total lecker. Das Bild mit Obi sieht auch total gut. Frau von Vera. Und das kochen wir. Ich habe schon so ein bisschen was vorbereitet. Dann ist heute alles ein bisschen später geworden als geplant. Sag aber doch, an wem es wieder lag. Amazon. Aber, stimmt. Ich habe auf was gewartet. Das klingt wirklich toll. Zubereitungszeit 30 Minuten. Viele der Sachen hat man eigentlich schon zu Hause. Das Einzige, was ich jetzt gekauft habe, war Erdnussbutter und Creme fraiche und ein bisschen Salatfrisch. Ich würde sagen, wir zeigen euch mal die Zutaten, die der Maxim schon vorbereitet hat. Schaut einfach mal, wie super sympathisch dieses Buch gedruckt ist. Das ist einfach jetzt nur das Rezept mit der Frau von Herr Vera. Und so ist das Buch halt aufgebaut. Irgendwie hat jedes Rezept so eine kleine persönliche Geschichte dazu. Und das ist halt genau das, was ich so süß finde. Ist das unser Döner? Nee, das sind Rösti mit Lachs und Zitronenmasala-Schmand. Okay, wieso machen wir nicht das? Ja, weil ich kein Zitronenmasala-Schmand habe. Eigentlich bräuchten wir Zitronenmasala-Schmand auch für dieses Video. Ich habe mir aber was ganz Eigenes, Innovatives ausgedacht. Aber hinter dir sind Zitronen. Genau. Jetzt zeig mal den Zuschauern, was du hier für Sachen schon vorbereitet hast. Genau, also ich habe so ein bisschen die Schnippelarbeit schon gemacht. Im Döner kann man natürlich reinmachen, was man möchte. Ich habe so ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe einmal frischen Rotkohl gekauft. Klein geschnitten. Zwiebelringe. Gibt's da auch ein Glas? Ja, aber das soll ja frischer Rotkohl sein. Kein gekochter. Dann ein bisschen Salat und ein paar Zwiebeln habe ich beiseite gelegt. Vorbereitet habe ich nämlich schon für das Hühnchen frische Zwiebelringe. Eine daumendicke Menge an Ingwer und Knoblauch. Wie, Ingwer? Ist nur für den Geschmack, schmeckst du nicht mehr am Ende. Und dann Erdnussbutter. Oh, zeig mir die mal. Die ist noch zu. Ist aber nicht die Skippy. Nee, das ist die gute. Die Skippy ist doch auch gut. Und dann stand im Kochbuch ein ganz toller Text, der mir aus der Seele gesprochen hat. Vera hat nämlich über Biofleisch gesprochen und ich habe tatsächlich auch Biofleisch gekauft. Das war jetzt sehr teuer. War wirklich teuer. Das ist aber auch mehr als Bio. Das ist, ich weiß. Super Biofleisch. Ich glaube, die Hühner wurden gestreichelt. Noch jeden Tag. Auf jeden Fall habe ich jetzt die 340 Gramm gekauft. Normalerweise bräuchte man 200, aber wir sind zwei starke. Dick. Nein, zwei starke, hungrige Männer. Und wir kochen jetzt, Freunde. Freut ihr euch? Ich ja. Wollen wir mal kurz über die Blumen sprechen? Was ist denn damit? Die habe ich dir geschenkt. Ja, die sind schön, ne? Ja, wirklich. Was ich schon vorbereitet habe, ist einmal das Fladenbrot. Hast du schon gebacken, ne? Das habe ich schon aufgebacken, ja. Das ist total schön. Och, riech mal. Es geht los, Freunde. Und zwar habe ich, wie gesagt, schon so ein bisschen was vorbereitet. Die erste Amtshandlung ist Hühnchen schneiden. Wenn ihr wirklich gar keine Zeit habt, könnt ihr das auch schon geschnitten kaufen. Ich habe mir das Kochbuch damals gekauft, ich glaube, das habe ich jetzt seit 2-3 Wochen, weil ich dieses Angebot so cool fand, weil da noch Gewürze von der Vera mit dabei waren. Und ich persönlich finde diese Gewürze echt super. Und ich habe mir von Maxim den Gewürzkalender bestellt, gewünscht, oder? Ja, den habe ich auch bekommen. Also kriege ich den? Ja, natürlich. Das hast du mir gerade die Freude kaputt gemacht, aber ich freue mich trotzdem, dass du ihn gekauft hast. Schneid ihn nicht in die Finger. Nein, nein. Das ist das eine Gewürz, was mit bei dem Kochbuch dabei war. Das ist das Vera Power Paprika Gewürz.
Was haben wir noch für... Achso, das ist das, was wir jetzt von Vera haben. Im Kochbuch waren auch noch ein paar andere Gewürze, die man gut für das Rezept benutzen kann. Wir haben die jetzt alle noch nicht hier, aber wir sind ja gewillt und haben ja den Adventskalender gekauft. Und deswegen improvisieren wir so ein bisschen, was die Gewürze angeht. Aber das Wichtigste, das Paprikapulver, das haben wir schon da. Glaubst du, dass in dem Kalender auch Schokolade drin ist? Nein, Schokoladengewürz vielleicht, ja. Aber Schokolade wäre doch wirklich gut gewesen. Schokolade ist immer gut, aber ich glaube, da kriegen wir nicht heute. Und bekomme ich einen Schokoladenkalender noch? Wenn du möchtest. Aber ja, natürlich. Nicht. Wie dachtest du nicht? Dieses Jahr. Wieso dieses Jahr nicht? Ich dachte, wir wollten keine Schokolade essen. So, der gute Maxim hat jetzt das Fleisch geschnitten. Das sieht so wenig aus, ne? Ja, total. Aber das sind 400 Gramm. Vielleicht sollten wir doch noch Schokolade essen. Nein, nein, wir werden schon satt. Und dann hast du, was ist das hier drin? Das ist schon Brühe und ich habe noch Weißwein im Kühlschrank. Steht das in Veras Rezept mit der Brühe? Selbstverständlich. Oh. Jetzt kommt was rein? Genau, jetzt brate ich einfach das Fleisch schon mal so ein bisschen scharf an. Das wird so ein bisschen gedünstet, dann kommt da... das Ingwer- und Knoblauch-Gehack mit rein, die Zwiebelringe und dann wird das Ganze abgelöscht mit der Brühe und Weißwein. Und dann kommt das alles ins Fladenbrot rein. Genau. Und wir machen aber noch eine Soße dazu. Ich wollte gerade fragen, was ist denn jetzt das Besondere an dem Rezept? Ja, das ist halt so ein bisschen schwierig, weil, also, ich glaube, das Besondere ist das Zitronenmasala, das spicy wäre Zitronenmasala. Was wir nicht haben. Was wir nicht haben, aber wir machen was anderes Leckeres. Ich habe nämlich ein anderes tolles Gewürz gekauft, das ist das Chakalaka-Gewürz. Kennst du die Chips, die Chakalaka-Chips? Ich darf ja keine Chips mehr essen. Total lecker. Gab's bei Rewe. Und... Genau. Wieso haben wir denn nicht das Vera-Gewürz? Ja, weil wir es nicht haben. Ich habe überlegt, ob ich kurz zu Spice Bar hinfahre. Das ist nämlich gleich ums Eck hier. Stimmt. Aber ich dachte, da kann ich jetzt nicht einfach heute Morgen um 7 Uhr. Hallo, ich bin die Maxim. Ich hätte ganz gerne das Vera-Gewürz. Und dann wirst du rausgeschmissen wieder. Passiert ja nicht so viel da drin, oder? Der muss ja erst heiß werden. Muss die Pfanne nicht erstmal heiß werden, bevor man was reinmacht? Ja, aber wir haben nicht so viel Zeit. Ist ja schon heiß. Okay. Wo liegt das Brot drauf? Auf dem Handtuch? Ja, auf dem anderen Brot, was ich heute gebacken habe. Ich hatte heute wirklich ein bisschen mehr Zeit inzwischendurch und so einen Hunger, weil es ist schon 17 Uhr, glaube ich, und ich habe außer Frühstück um 7 noch nichts gegessen. Wollen wir nochmal sagen, wer daran schuld ist, dass wir so viel Zeit vergeudet haben? Danny. Warum Danny? Und Amazon. Ich verrate euch jetzt auch, warum es so lange gedauert hat, denn ich habe heute etwas im Briefkasten gehabt. Ich habe darauf sehr gewartet. Im November kommt ja mein neues Buch raus, ein Fantasy-Roman. Und da habe ich heute mein Probeexemplar endlich bekommen. Ihr seht, wie dick es ist. 450 Seiten. Das wird mega cool werden. Und für alle, die die Zeit sich vertreiben möchten, aktuell gibt es mit dem Rabattcode Halloween2020 10% auf eure gesamte Bestellung in meinem kleinen Verlag. Das heißt, ihr bekommt alles Mögliche, sogar meinen neuen Thriller Leon, den ich vor 2 Monaten rausgebracht habe, einfach bei der Kasse Halloween2020 eingeben und dann 10% sparen. Ich glaube, ich habe sogar noch Hörbücher, aber nicht mehr viele. Haltet euch. Ich muss ein bisschen lauter reden, weil die Pfanne natürlich so heiß ist. Endlich mal. Ja, das Hühnchen ist schon angebracht. Ich habe es noch ein bisschen kleiner in der Pfanne gemacht. Und jetzt kommen die Zwiebelringe einer großen Zwiebel hier mit rein. Und die werden schon so ein bisschen angeschmort. Ich trenne die jetzt einfach mal so ein bisschen. Und dann kommt dazu die Ingwer- und Knoblauchmischung. Das mit dem Ingwer habe ich noch nicht so verstanden, glaube ich. Das ist für den Geschmack einfach. Da schmeckst du am Ende nicht mehr viel von als Ingwer, sondern es ist dann die Masse an allem. Was ist das für eine Soße, die wir machen? Eine Erdnusssoße. Ich möchte mal die Erdnussbutter bitte probieren. Gleich, ich brauche die jetzt gleich. Jetzt müssen wir uns nämlich ein bisschen beeilen. Deswegen redest du so schnell? Ja. Das Ganze muss jetzt so ein paar Minuten, 1-2 Minuten, je nachdem, ein bisschen anschmoren. Und dann wird das Ganze... Das riecht so gut einfach schon. Mit ungefähr 200 Milliliter Gemüsebrühe abgelöscht. Ja, jetzt ist wenigstens der Ton wieder gut. Wozu die Gemüsebrühe? Damit das jetzt schön einkochen kann und ein bisschen Geschmack kriegt. Und dazu kommt noch der Saft einer halben Zitrone. Du hast schon wieder meine Schuhe an, oder? Ja, so kalt ist der Boden. Und das... lassen wir jetzt einfach so ein bisschen reduzieren. Tatsächlich sagt das Buch, wir machen noch ein paar Gewürze mit rein. Dazu benutzen wir von Spice Bar und Vera, Veras Power Paprika. Machen das hier noch mit rein. Okay, das war ein bisschen sehr viel, oder? Nein, nein. Das ist bestimmt jetzt völlig übergewürzt, oder? Nein, gar nicht. Und es kommt noch ein bisschen, eigentlich Mango-Currypulver rein. Ich dachte mir, naja, ich kann ja auch ein bisschen Mango mit reinschneiden. Ist nicht mehr viel Mango übrig.
ein bisschen Currypulver. Du experimentierst ganz schön viel mit Veras Rezept. Naja, wir müssen ja so ein bisschen improvisieren, aber das ist das Schöne beim Kochen. Man hat eine Guideline von einem Rezeptbuch und dann kann man das so ein bisschen anpassen mit den Sachen, die man zu Hause hat. Weil ganz ehrlich, ich will nicht für ein Gericht nochmal eine Stunde in den Exotenkaufmarkt gehen, um die krassesten Sachen... Da gehörst du aber hin. Das stimmt. Ich habe früher Erdnussbutter wirklich sehr geliebt, bis ich davon eine schlimme Haut bekommen habe. Und jetzt probiere ich mal. Viel. Was denn? Das ist ganz schön viel. Es klebt immer so schön am Gaumen, ne? Muss nochmal probieren. Ich glaube, die muss ich nochmal probieren. So, nachdem ich jetzt die Erdnussbutter aufgegessen habe, zeigt Maxim euch, wie man die Soße für den Entwehen-Döner macht. Wir machen aber eher die Giacomo-Version davon, denn uns fehlt das Zitronen-Masala-Gewürz. Ich habe mich so ein bisschen inspirieren lassen davon. Ich habe Zitrone habe ich da und ich habe ein anderes Gewürz noch gekauft. Und welches? Chakalaka. Das ist total gut. Das ist eine Gewürzmischung. Giacomo's Chakalaka. Einfach hier Creme Fraiche mit rein. Eine Spritze Zitrone. Ich bin ja nicht so ein Zitronenfan, ne? Das ist doch nur ein Geschmack. Ja, ja, den Geschmack mag ich und, so. Und Chakalaka-Gewürz. Wonach schmeckt Chakalaka? Kennst du die Chips von... Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Marke das ist. Ich darf keine Chips mehr essen. Aber Erdnussbutter. Ihh, bist du eklig. So, du kleine Zicke. Wie sieht's aus? Ja. Kommt da jetzt die Erdnussbutter rein? Soll ich die nochmal probieren, die Erdnussbutter? Ja, ob sie schlecht ist vielleicht schon, ne? Das Einzige, was hier schlecht ist, ist mein Gewissen. Kannst du salzmündig alles daneben machen? Nee, das ist eine doofe Salzmühle. Weißt du noch, als wir die gekauft haben? Wann? Im B5-Center. Nee. Bei WMF. Reden wir nicht drüber. Was denn? Was machst du jetzt? Ich mach noch ein bisschen frische Minze mit hier. Hat das Vera auch gemacht? Nein, aber ich wandle es einfach so ein bisschen ab, weil ich habe ja das Zitronen-Masala nicht da. Und mit Zitrone und Minze, das gibt dem Ganzen dann diesen frischeren Effekt. Ich finde Creme Fraiche ist ja schon immer sehr, sehr schwer. Und so Joghurt und Minze ist so ein frischer Gefühl im Mund. Ich glaube, dass man diesen Entwehen-Döner besonders morgens gerne essen sollte. Morgens? Na, wegen dem frischen Gefühl im Mund. Hast du nicht manchmal morgens auch Hurin? Ich war da umgefallen. Auch diesen komischen Geschmack im Mund? Ja, aber da hilft Zähneputzen. Das muss ich den ganzen Tag ertragen, diese kleinen Frechheiten wirklich. Das ist den ganzen Tag. Und da wundert er sich, warum ich immer so spät komme erst. Ich wollte das Ganze jetzt mal kosten. Oh ja, das ist immer mein Part. Wonach schmeckt es? Gib mir mal den Löffel. Muss noch ein bisschen ziehen. Was? Ich habe noch so ein bisschen Spicy Vera Power Paprika mit reingemacht. Und ein bisschen Salz fehlt aber noch. Das sieht jetzt auch schon relativ gut aus. Ne? Genau, das köchelt jetzt hier einfach ein. Wir müssen warten, bis die Feuchtigkeit einmal verkocht ist. Na, dann dreh mal auf hier. Ist schon ganz oben. Und dann brauchst du nur ein Herd. Maxim hat sich eine Girlande gekauft. Alexa, Studio an. Zack. Sieht schön aus, oder? Aber die Qualität ist total schlecht. Ist alles so eingedrückt und naja. Wenn wir das Brot jetzt aufschneiden, dann sieht das schon nach Finale aus, oder? Ja, es geht schon in die richtige Richtung. Wie viele Stücke kriegt jeder? Zwei. Ja. Vielleicht auch zweieinhalb. Wo hast du das Fladenbrot gekauft? Bei Rewe. Achso, also ganz normal? Ganz normal, aber am besten ist das Fladenbrot tatsächlich bei eurem türkischen Supermarkt um die Ecke. Das schmeckt einfach am besten. Ich persönlich finde sowieso, wenn man die Möglichkeit hat, wirklich frisch auf dem Markt einzukaufen, echt gut. Das schmeckt immer besonders gut. Ich mag auch immer so, wie sagt man, so Aufstriche. Diese Pasten, ne? Die sind immer super. Ich liebe da die Knoblauchpaste. Hast du da einen guten Türken deines Vertrauens für Knoblauchpasten? Was isst du denn da? Ja, probier. Ich will probieren. Schmeckt nach Vanille. Das ist die Creme an deinem Finger wahrscheinlich. Du hast jetzt das Innere aus dem Brot rausgenommen. Ja, ich hole so ein bisschen mit raus, damit man das einfach ein bisschen besser belegen kann. Das Doofe ist nur, man hat dann halt hier die Stücken. Wir lassen es einfach so. Vielleicht machen wir auch einfach so einen Dip, weil ich finde, man kann das nicht so gut, das hier zusammen. Vielleicht muss es ein bisschen länger im Ofen sein. Es war schon fast zu lange drin. Gib mal ein kulinarisches Update. Also, das kulinarische Update ist wie folgt. Hier ist fast die ganze Flüssigkeit schon verdunstet. Da kommt jetzt Erdnussbutter mit rein. Oh ja. Da fehlt schon ganz schön viel Erdnussbutter, ne? Ja. Wer hat denn die ganze Erdnussbutter gegessen? Dein dicker Freund. Nein. Und ein bisschen Weißwein. Muss da Weißwein? Ja. Kochen die mit Alkohol in dem Brot? Wird das verkocht, ja.
Ich habe jetzt hier einfach einen Pinot Grigio geholt und da kommen 50 Milliliter laut Vera, 500 laut Maxim. Ich glaube, wir sind gleich fertig, oder? Wir sind tatsächlich fertig. Das ging jetzt zum Ende hin mit der Erdnussbutter super, super schnell. Und das riecht göttlich. Riecht wirklich gut. Mensch, die Vera, die kann wirklich gut kochen. Aber das wusste ich schon, weil ich folge halt, wie gesagt, auf Instagram. Und was sie da so kocht, ich finde das immer so genial. Das sieht immer so einfach aus. Und eigentlich ist es ja auch einfach, aber es sind immer so Geschmacksideen, auf die komme ich gar nicht. Nee, auf das wäre ich tatsächlich auch selber nicht gekommen. So die Kombination mit dem Weißwein und der Erdnussbutter und diesen ganzen Gewürzen. Gewürze machen eh alles aus, Freunde. Ja. The stage is yours. Sag mal, wie schön das aussieht. Ja, es sieht wunderschön aus. Ja, man könnte da jetzt natürlich auch noch so ein paar andere Sachen mit reinmachen. Zum Beispiel Avocado könnte ich mir gut mit vorstellen. Tomate vielleicht, mag ich jetzt nicht so gerne in Döner. Gurke, ganz toll. Frühlingszwiebeln. Mm. Ich nehme jetzt hier einfach mal so ein Stück Fladenbrot. Ich habe hier einfach in der Mitte das Innere schon rausgenommen, dass wir hier so ein bisschen mehr Platz haben. Und dann schmieren wir einfach hier einmal die Füllung mit rein. Mach mal viel rein. So. Ich kann mir das noch so gar nicht vorstellen, wie das schmeckt, ne? Ein bisschen Rotkohl rein. Ich habe noch nie Döner selber gemacht. Ich auch nicht. Ich liebe ja Döner, ne? Aber das ist total... Also, das Schöne beim selber kochen ist ja, du weißt einfach, was drin ist. Du hast es selber in der Hand gehabt. Du weißt, was für Zutaten du damit reingemacht hast. Und es ist halt einfach tausendmal gesünder. Weil das Fleisch, das ist nicht mit 50 Liter Fett noch zwischendurch eingelagert worden. Richtig, richtig gut. Das ist jetzt die Erdnuss... Das ist jetzt das Erdnusshühnchen. Das hat richtig gut gerochen. Das riecht so toll. Man sieht daran, dass es hier eine echte Kochsendung ist, weil es noch dampft. Ja. In den ganzen anderen Kochsendungen erkennt man immer daran, dass es gefaked wird, wenn es nämlich nicht mehr dampft. So, du machst den Happen. Es ist extrem heiß, das Hühnchen noch. Du hast alles am Mund. Und schmeckt's? Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Schnell. Ja, gleich. Und wie hat sie geschmeckt? Wow. Es war... Also das ist Platz 3 meiner Lieblingsessen geworden, weil... Voll schlecht. Ist mega, weil ich habe ja schon viel in meinem Leben gegessen. Hm, stimmt. Also es war wirklich gut. Vor allem dieser... Das denkt man gar nicht, ne? Aber du kriegst diese ganzen Gewürze und diese Geschmäcker, die du sonst so in der Kombination gar nicht kennst, einfach auf einmal auf deine Zunge. Und dann kommt dieses Curry mit dem Chicken und der Erdnusssoße auf deine Zunge mit dieser Soße, die so schwer, aber trotzdem irgendwie frisch ist. Das Einzige, was ich verbessern würde, wäre ein anderes Brot. Ich glaube, du auch. Weil es schwierig war, es zu essen. Es war halt sehr bröckelig und das war so viel Brot und so wenig Zeugs drin. Ich würde da fast sagen, man probiert es mal mit Wraps. Das wäre vielleicht auch eine Sache. Also mir hat es richtig gut geschmeckt. Ich fand es sehr gut. Brot war ein bisschen trocken, aber ich hätte mir einfach mehr Soße drauf machen müssen. Genau. Also an der Soße müssten wir nochmal so ein bisschen arbeiten. Vielleicht die einfach ein bisschen dünner machen. Ein bisschen mehr Milch vielleicht noch mit rein. Oder einfach ein anderes Brot. Ja. Aber Freunde, also wir haben euch das Kochbuch definitiv unter diesem Video verlinkt. Schaut mal gerne vorbei. Und wir sehen uns bald wieder. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns bald wieder, ne? Ja. Auf jeden Fall nachkochen und uns bei Instagram taggen, lieben. Tschüss. Tschüss.